Mein Ziel, 10 Kilometer in 55 Minuten zu laufen. Angefangen hat alles mit dem Gesundheitscheck bei Laufcoach Matthias Marquardt. Dann folgte der Trainingsplan mit Fettstoffwechselläufen, Koordinationsübungen und Intervalltraining. Aber damit ich mein Ziel erreiche, muss ich auch auf die richtige Ernährung achten. Doc Marquardt will mich testen. Deshalb hat er mich zum Einkaufen geschickt. Er will herausfinden, ob ich mich richtig ernähre. Er selbst geht dabei auch gleich eine Runde durch den Supermarkt. Ich kann mir schon vorstellen, wie sein Korb nachher aussehen wird. Bestimmt mega gesund. Das mit der Ernährung ist ja so eine Sache. Im Grunde wissen wir, was wir essen sollten und was nicht. Viel Gemüse und Obst, weniger Kohlenhydrate, vor allem keine Süßigkeiten. Bloß, wenn wir mal ehrlich sind, so richtig durchhalten tun wir das nicht. Zumindest ich nicht. Kekse esse ich für mein Leben gern und nach dem Laufen habe ich riesen Hunger auf Nudeln. Naja, und so eine Fertigpizza hat halt einen Vorteil. Man spart Zeit, weil man nicht kochen muss. Ab und zu ist das Sündigen ja auch erlaubt. Die Frage ist nur, wie oft man das macht. Da lang. Zu Hause angekommen, vergleichen wir den Inhalt unserer Einkaufstüten. Ich habe da so eine Vorahnung, was er zu meinen Einkäufen sagen wird. Was ist das? Gut, also das ist Kohlenhydratmast, die du hier machst. Da sind natürlich jetzt auch nicht die feinsten Fette drin. Übrigens auch nicht in diesem Öl hier. Das ist ein ganz Omega-6-haltiges Öl, was du da gekauft hast. Dann nehmen wir lieber ein Omega-3-haltiges Öl. Ketchup ist auch Zucker, Zucker, Zucker. Wie, so Tomaten? Naja, gut, das geht gesünder. Was übrigens eine gute Wahl ist, wenn es denn Schokocreme sein muss, ist tatsächlich diese hier. Die besteht nämlich zu 45% aus Haselnüssen. Das überzeugt mich. Aber Kekse, ja gut, nur weil Bio draufsteht, kann man hier ganz einfach mal gucken, bestehen sie leider immer noch. Hauptsächlich aus Mehl, Zucker und Fett. Im Gesundheitscheck haben wir herausgefunden, dass ich 3 Kilo abnehmen muss. Da sind Süßigkeiten wohl nicht so hilfreich. So, jetzt ist aber Doc Marquardt dran. Ich war auch einkaufen. Einen schönen Biosalat, Olivenöl mit Omega-3-Fettsäuren, eingelegte Oliven, Bananen, Pfirsiche, Kiwis und für den Salat Tomaten. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen liegen, aber wie würde denn zum Beispiel konkret jetzt ein Frühstück aussehen? Frühstück machst du ganz einfach. Du nimmst etwas Milch zu dem Quark hier, schlägst damit den Quark auf und dazu machst du Obstsalat aus allem, was dir gefällt. Kiwis, Bananen, Äpfel, was du so da hast. Mhm. Und darauf kommen Nüsse. Alle Nüsse sind erlaubt, alle Nüsse sind gut für dich, denn die sind voll mit guten Fettsäuren und die brauchst du dringend. Und davon wirst du dann satt? Du sollst auch Kohlenhydrate essen, aber nach den intensiven Trainingseinheiten. Da kannst du einen Teller Nudeln machen, kannst du etwas Brot essen, aber du solltest nicht permanent diese Mehlprodukte wie Nudeln, Reis, Mehl, andere Dinge essen und stattdessen lieber auf Obst, Gemüse und den eiweißreichen Quark und die hochwertigen Nüsse ausweichen. Also ich merke mir, Kohlenhydrate nur noch nach intensivem Training, dafür mehr Gemüse, Obst und Nüsse essen. Eiweiß ist natürlich auch extrem wichtig. Nur ich bin, naja, sagen wir mal, flexible Vegetarierin. Also ich selbst esse kein Fleisch. Fisch esse ich so manchmal. Habe ich da einen Nachteil oder einen Vorteil gegenüber anderen Läufern? Vom Ernährungsaspekt her ist für Fisch und Fleisch sicherlich Platz in der Sporternährung und sie sind auch sinnvoll. Du musst dann als Vegetarierin eben darauf achten, dass du genügend Eisen zuführst, dabei helfen dir Vollkornprodukte. Die weißen Nudeln helfen dir dabei nicht, es müssen dann Vollkornprodukte sein. Und dann muss man gelegentlich mal auf die Eisenwerte schauen, das ist gerade für Läufer sehr wichtig. Das war ganz schön viel an Informationen die letzten Tage. Um meinen Trainingsplan einzuhalten, werde ich einiges an Disziplin brauchen. Ob ich das hinbekomme? 16 Wochen lang habe ich jetzt Zeit bis zum großen Wettkampf. Dann werden wir sehen, ob ich die 10 Kilometer in 55 Minuten schaffe. Also, auf ins Training!